Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video soll es mal um das kleine Update gehen, welches wir gestern in GTA Online neu hinzubekommen haben. Denn gestern war ja Dienstag und dienstags bekommen wir ja immer ein kleines neues Update in GTA Online und zusätzlich startet Rockstar Games dort auch immer eine neue Eventwoche. Allerdings haben wir gestern im Grunde gar kein neues Update bekommen, denn wir haben gestern nicht das letzte Auto aus dem South San Andreas Super Sport Series DLC, also den Dinka Jester Classic, erhalten. Aber damit habe ich im Grunde auch schon gerechnet gehabt, denn Rockstar Games erlaubt sich ja mit diesem Auto jetzt wohl seit einigen Wochen bereits schon denselben Running Gag, denn alle denken immer an jedem Dienstag, dass das Auto heute rauskommt und dann kommt das Auto im Endeffekt doch nicht raus. Aber dafür haben sie ja gestern am Dienstag also diese Mega-Aktion mit der Gästeliste gestartet, die ich euch auch bereits gestern in diesem Video genauestens erklärt hatte. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr es ja gerne mal abchecken. Ich habe euch das einfach mal unten in meiner Videobeschreibung verlinkt oder ihr klickt jetzt einfach hier oben diesen Link an, der jetzt gerade sich hier im Video so einblendet, oben rechts einfach. Und deshalb stelle ich euch jetzt auch an dieser Stelle jetzt nur die aktuelle Eventwoche vor, da wir ja im Grunde kein richtiges Update gestern bekommen haben, aber diese Eventwoche ist doch wirklich ganz okay, so dass es sich auch lohnt, diese wirklich hier in diesem Video vorzustellen. Jedenfalls geht diese Eventwoche jetzt noch bis einschließlich nächste Woche Montag bis hin zum 2. Juli 2018 und hier bekommen wir wirklich einen sehr guten Geldbonus und einige sehr gute Rabatte. Und zwar gibt es hier bis einschließlich morgen doppeltes Geld und doppelte RP auf den Gegnermodus Motor Wars und ab Freitag gibt es dann auf diesem Gegnermodus das ganze Wochenende lang dreifaches Geld und dreifache RP. Außerdem gibt es doppeltes Geld auf alle Missionen aus dem Smugglers One DLC und auf alle Spezialfrachtverkaufsmissionen. Des Weiteren arbeiten bis Montag alle unsere Mitarbeiter im Bunker doppelt so schnell wie sonst, wenn sie jetzt nun gerade in der Forschung eingesetzt werden und deshalb bekommt ihr auch die Sachen in der Forschung jetzt doppelt so schnell wie sonst. Also alles in allem sind diese Boni in dieser Woche doch wirklich verdammt gut und deshalb werde ich am Wochenende auch mal wieder eine Runde Motor Wars spielen, um eben das dreifache Geld und die dreifachen RP dafür zu erhalten. Kommen wir nun aber mal zu den Rabatten und zwar gibt es hier in dieser Woche 30% Rabatt auf die Avenger, auf den X80 Proto, auf alle Zugmaschinen für das MOC, auf den Vapid GB200 und auf den Ruiner 2000. Außerdem gibt es noch 50% Rabatt auf alle Hangars, auf alle Büros, auf alle CEO Lagerhäuser, egal ob jetzt für Spezialfracht oder für die Autos, auf alle Motorrad-Clubhäuser und auf alle Motorradunternehmen. Und zusätzlich gibt es dann noch 40% Rabatt auf die Basis. Also auch hier muss ich sagen, dass die Rabatte in dieser Woche wirklich schweinegut sind, aber trotzdem muss ich euch raten, dass ihr euch hier an dieser Stelle lieber nichts von kauft, denn das Nightlife DLC steht ganz kurz vor der Türe und da solltet ihr lieber euer Geld jetzt ein bisschen sparen, damit ihr euch dann eben, wenn das DLC da ist, auch die neuesten Dinge aus dem DLC in GTA Online leisten könnt. Ansonsten macht halt einfach den Frozen Money Glitch, den ich ja heute Morgen bereits für euch hochgeladen habt, dann könnt ihr euch sowieso alles kaufen, was ihr wollt. So, das war's jetzt nun aber auch schon mit der neuen Eventwoche und deshalb bin ich jetzt nun an dieser Stelle mal so langsam raus. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen hammergeilen Abend und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.